Hallo und herzlich willkommen zur ersten Torwartswoche im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren. Und wir gucken heute nochmal auf das letzte Jahr zurück. Und ich sag euch meine Top 10 der besten Spiele 2013. Platz 10 belegt bei mir das neue SimCity. Aber eigentlich, ja, ganz hinten aus dem einfachen Grund. Das Spiel ist zwar toll, es hat eine super Grafik, finde ich, es macht viel Spaß, die Bedienung ist angenehm, fand ich. Es ist optisch sehr schön aufgebaut und so weiter und so fort, sehr detailliert und so weiter, sehr schön, aber diese ganze Download-Politik und diesen ganzen Mist, den die da veranstaltet haben mit dem Online-Zwang und dass man das nur online spielen kann und dass man praktisch für jeden Mist DLCs braucht, die auch noch so teuer sind, das fand ich irgendwie nicht mehr so besonders, das finde ich nicht gut. Trotzdem würde ich das jetzt mal auf Platz 10 stellen, weil es an sich, wenn man da so ein paar Sachen weglässt, ein schönes Spiel ist. Platz 9 belegt bei mir The Stanley Parable, ein wirklich sehr, sehr lustiges Spiel. Ich fand es unfassbar amüsant. Ich habe ja den Mod selber nicht gespielt, aber mir den im Nachhinein nochmal angeguckt. Und ich fand schon grafisch, dass sich das echt verbessert hat. Am Spiel an sich hat sich ja nicht so viel verbessert, aber oder verändert, sagen wir mal. Aber generell finde ich es unfassbar lustig. Allerdings muss ich sagen, für den Preis ist es irgendwie zu kurz. Platz 8 belegt bei mir The Wolf Among Us. Ich finde, das Spiel ist mal ein bisschen was anderes, so von dem Setting her, als man das so kennt. Grafisch wie immer super geil. Diesen Comic-Stil, den feiere ich ja total von Telltale Games. Die Story ist auch echt gut gewesen. Das war mal von was Packendes. Aber irgendwie fehlte mir dann noch was. Ich weiß nicht, es kam ja jetzt nur die erste Episode raus, dementsprechend kann ich da ja nicht viel zu sagen. Das ist nämlich auch der Punkt, der mich so ein bisschen stört. Wo bleiben die nächsten Episoden? Eigentlich sollen die so alle 4 bis 6 Wochen rauskommen, aber da ist nix, da kommt nix. Ich warte drauf. Platz 7 belegt bei mir Rayman Legends. Was will man dazu sagen? Es ist eben Rayman, ne? Grafisch bombastisch, die Musik bombastisch, die Level bombastisch. Die Musiklevel habe ich extrem gefeiert. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, warum es auf Platz 7 ist. Ich musste mich da einfach für irgendwas entscheiden. Ich kann das nicht richtig einordnen. Ich würde sagen, das Spiel ist gut. Ist ein schöner Nachfolger. Hat sich nicht viel verändert zum Vorgänger. Aber das Einzige, was mich stört, ist, dass es zu wenig Musiklevel gab. Ich finde, da hätten ruhig noch ein paar mehr Musiklevel reingekonnt. Platz 6 belegt bei mir das Spiel Brothers. Ja, auch tatsächlich, obwohl ich gesagt habe, dass es mein Lieblingsspiel ist. Ich bleibe auch bei der Aussage. Aber, ja, irgendwie, ja, ich würde es nicht zum Spiel des Jahres küren. Also es ist ein tolles Spiel, Story, grafisch, alles bombastisch gut. Aber trotzdem für mich nicht das Spiel des Jahres 2013. Platz 5 belegt bei mir The Walking Dead 2. Ja, da ist auch erst die erste Episode raus, aber die fand ich schon echt gut. Es hat sich viel verbessert, grafisch sieht es schöner aus, vom Aufbau der Spielelemente, also Inventar etc. finde ich es schöner gemacht. Und die Story war bis jetzt auch eigentlich ganz gut, ich kann da nicht so meckern. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Episoden werden, aber die Episode, die schon raus ist, die würde ich so auf Platz 5 setzen. Platz 4 belegt bei mir Payday 2. Das Spiel hat mich echt, also ich fand, es macht mir immer noch unfassbar viel Spaß. Ich finde es einfach eine coole Idee irgendwie. Es ist mal was anderes. Ich finde, es ist so ein bisschen wie Left 4 Dead, aber hier einfach mit so einem ganz anderen Setting. Und man muss noch ein bisschen was anderes dabei machen. Und irgendwie, das finde ich so cool, dieses ganze miteinander Spielen von coolen Spielelementen und dieser unfassbar geilen Dubstep-Musik. Platz 4. So, wir kommen aufs Treppchen. Mein Top 3 Spiel des Jahres 2013 ist Outlast. Ja, Outlast. Ich fand das Spiel echt unfassbar packend. Also grafisch war das ja einfach mal mördergut. Storymäßig fand ich es auch bombastisch. Bis zum Ende dann wurde es scheiße. Aber echt richtig, richtig gut. Das war mal was ganz anderes. Ein ganz neues Horrorerlebnis.
Einfach auch wegen der Grafik. Das macht so viel aus, wenn die Grafik besser ist. Und dieses ganze, diese ganze Spielmechanik fand ich echt super, super geil. Ja, ich hab gehört, es soll ein DLC rauskommen. Ich möchte mich trauen, das zu Let's Playen. Ob das wirklich der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber für mich auf jeden Fall Outlast Top 3. Platz 2 des besten Spiels von 2013 für mich ist, Überraschung, Bioshock Infinite. Warum nur Platz 2, fragt ihr euch? Ja, ganz einfach, ich habe mir das erst am 1.1. gekauft, also Anfang diesen Jahres, und habe es jetzt ein bisschen gespielt, bin, weiß ich nicht, ein Drittel durch, keine Ahnung. Kann deswegen noch kein komplettes Fazit sagen, aber für mich auf jeden Fall schon Platz 2, denn das Spiel hat mich so dermaßen mitgerissen. Es ist so geil, diese ganze Idee von einer fliegenden Stadt, wo man rumfliegen kann und beziehungsweise gleiten und so. Es ist so cool, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Also, boah. Das Einzige, was mich stört, ist, ich habe die ersten Bioshock-Teile nicht gespielt. Dementsprechend war ich so ein bisschen, bin immer noch ein bisschen verwirrt von der Story, weil einem nichts erklärt wird irgendwie. Man kommt ja da einfach rein. Ich weiß nicht, ob das der Sinn ist oder ob man da was wissen könnte. Aber gut, scheißegal, das Spiel ist geil. Und auf Platz 1, das beste Spiel des Jahres 2013 für mich ist... Ja, das neue Tomb Raider fand ich wirklich unfassbar gut. Die Grafik war super, die Story war super, diese ganzen Spielelemente waren super. Lara sah klasse aus, generell sah das klasse aus. Und ich habe es, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen durchgesuchtet, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und auch diese ganzen versteckten Sachen zu finden. Das Spiel war recht linear, aber das mag ich eigentlich sehr gerne. Ich mag lineare Spiele. Dementsprechend... fand ich das schon, war schon geil. Also muss ich schon sagen, das war schon ein schönes Spiel, ja. War schon schön. Was war denn euer Top-Spiel des Jahres 2013? Und welches Spiel hat euch so richtig enttäuscht? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Unter mir könnt ihr auch noch abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Rechts neben mir, oder links, nee, rechts neben mir, findet ihr noch die letzte Todswoche und... das Best of Toad 2013 mit den lustigsten Szenen aus meinen Let's Plays und Videos aus dem Jahr 2013 könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und ja, dann sag ich mal tschüss, bis zur nächsten Todswoche, ne? Ja, und tja, bleibt mal nicht mehr viel zu sagen, ne? Tschüss.